Endlich war es soweit und ich konnte den Film One Piece Stampede sehen. Ich war schon so lange gehypt auf diesen Film und konnte es kaum erwarten, ihn zu verschlingen. Ob er meine Erwartungen erfüllt hat, erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. Pirat Buena Festa lädt zur Piratenexpo ein. Ein riesiges Event von Piraten für Piraten. In diesem Event sollen sich die verschiedenen Piratenbanden auf eine Schatzjagd begeben. Doch natürlich geht es hierbei nicht um irgendeinen 0815 Schatz. Nein, es handelt sich um einen Schatz von niemand geringeren als dem Piratenkönig himself, Gold D. Roger. Neben zahlreichen bekannten Banden wie die Foxys, Eustace Kids Bande und noch viele, viele mehr dürfen natürlich auch die Strohhüte nicht fehlen. Natürlich sind auf so einem Event die Leute von der Marine und der Weltregierung nicht gerne gesehen. Aber unser geliebter Smoker schafft es dennoch, sich auf dieses Event zu schleichen. Die Schatzjagd geht los, indem die Crews eine Insel erreichen müssen, indem sie einen Knock-Up-Stream erklingen. Ein erbittertes Rennen startet und auf der Insel ankommen beginnen auch schon die ersten Kämpfe. Was erstmal klingt wie ein Foxy-Arc, entpuppt sich aber später als perfider Plan. Denn entgegen seinem Namen richtet Buena Festa dieses Event nicht zum Vergnügen aus. Er hat sich mittlerweile mit einem anderen Piraten zusammengetan, und zwar Douglas Bullet. Dieser war ehemals in der Armee eines Staates tätig, wurde aber irgendwann Pirat auf Goldie Rogers Schiff, wurde dann aber irgendwann gefangen genommen von der Marine und ins Impeldown gebracht. Er ist extrem machthungrig und möchte der Welt zeigen, wer das stärkste Wesen auf der Welt ist. Und was als Schatzsuche begann, endet in einem Kampf auf Leben und Tod. Denn Douglas Bullet ist wirklich mächtig. Selbst die gesamte Worst Generation zusammen hat eine harte Zeit gegen ihn. Ob sie Douglas Bullet nun am Ende besiegen werden oder nicht, erzähle ich für die wenigen unter euch, die diesen Film noch nicht gesehen haben, mal nicht. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Die Story ist relativ oberflächlich. Man sieht ihr einfach an, dass die Macher nicht eine hardcore-tiefgründige Geschichte erzählen wollten, sondern dass Stampede im Grunde eine riesige brachiale Kampfszene ist. Dennoch ist es dafür wirklich sehr nett erzählt und man bekommt schon einen gewissen Draht zu Douglas Bullets Beweggründen, auch wenn diese eher oberflächlicher Natur sind. Wer hier auf eine spannende Geschichte hofft, ist fehl am Platz. Wer einfach nur eine schöne Zeit haben möchte, ist aber hier genau richtig. Denn gerade die Kämpfe, sowie auch die ganzen altbekannten Charaktere, sagen wir einfach wie es ist, dieser Film ist einfach reiner Fanservice. So dünn die Story auch sein mag, umso spektakulärer ist das ganze Grafische. Nicht nur, dass die Charaktere alle gut animiert sind, wie man es von One Piece erwartet. Nein, Animationsregisseur Masayuki Sato, der auch schon an One Piece Z und One Piece Gold beteiligt war, inszeniert alles auf wunderbarste Weise. Fast kein einziger Frame wirkt irgendwie statisch. Die ganze Welt ist immer in Bewegung und farblich perfekt kombiniert. Auch an CGI-Effekten hat One Piece Stampede nicht gespart und so wirkt dieser Film, als wäre er durch die Bank weg immer lebendig. Viel Action, viel Tamtam, genauso wie wir es uns wünschen. Auch soundtechnisch bekommen wir in One Piece Stampede ordentlich was geboten. Neben ein paar neuen Musikstücken bekommen wir hier auch einige altbekannte Songs wieder zu hören. Ich hatte an Stampede richtig hohe Erwartungen. Und auch wenn der Film storytechnisch nicht das Maß aller Dinge ist, was bei One Piece natürlich immer verwundert. Immerhin sind wir von Oda seit 20 Jahren Story par excellence gewohnt. Dennoch macht der Film genau das, was es soll. Eine geballte Ladung Action, Spaß und Spannung. Ich kann jedem One Piece Fan diesen Film einfach nur empfehlen. Meiner Meinung nach der beste One Piece Film, den wir bis dato erleben durften. Habt ihr den Film denn schon gesehen? Wenn ja, schreibt mir doch mal eure Meinung unten in die Kommentare und wenn euch mein Review zu One Piece Stampede gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like sowie ein Abo da, um auch in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.